Lieber Herbert König, sehr verehrte Ehrengäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Als ich jetzt runterging, sind mir spontan zwei Sprichwörter eingefallen zu diesem Projekt heute. Eins heißt, was lange währt, wird, wie Sie wissen, endlich gut. Und ein zweites heißt, gut Ding will Weile haben. Ich habe mir überlegt, dass für beide Aussagen im Grunde, wenn man sich jetzt hier so umsieht, auf jeden Fall viele Argumente vorhanden sind. Was positiv ist, beide Sprichwörter sprechen von dem Umstand, dass etwas Gutes entstanden ist. Und ich denke, das ist der wesentliche Punkt, dass hier etwas Gutes entstanden ist. Immerhin ist das Untergeschoss nach 40 Jahren jetzt auch nicht wirklich verfrüht angegriffen worden. Und was lange währt, dazu kann man sagen, naja, 3 Jahre so ungefähr, Herbert, oder 3 Jahre, klingt jetzt 3,5, klingt natürlich erstmal sehr lang. Große Teile davon durfte ich auch beobachten. Nicht ständig, manchmal muss ich ja was anderes tun. Aber große Teile durfte ich, wie gesagt, beobachten und habe natürlich schon feststellen dürfen, dass es natürlich nicht so ganz trivial ist, so einen Umbau am laufenden Betrieb, im laufenden Betrieb tatsächlich umzusetzen. So mit Wanderbaustellen, mal hier, mal da. Wir haben ja eine logische Fortsetzung an der Oberfläche gesehen mit Wanderbaustellen, mal hier, mal da, und im Untergrund war es auch so. Ich glaube, insgesamt, meine Damen und Herren, da können wir uns, glaube ich, gemeinsam anschließen, ist hier in einer angemessenen Zeit was Gutes entstanden, und dafür nochmal meinen ganz herzlichen Dank an alle, die daran beteiligt waren, und alle Achtung nochmal Herbert König und die Mitarbeiterinnen und alle Beteiligten, dass wir das zwar mit ein paar Einbußen, aber immerhin im laufenden Betrieb haben schultern können und dass das, was hier entstanden ist, doch wirklich was Schönes ist. Mir gefällt das Ergebnis gut. Es ist luftiger hier, es ist ja moderner geworden, und es wird den 200.000 Menschen, und die Zahl habe ich mir jetzt auch gerade nochmal, ja, 200.000 Menschen sind ja jeden Tag, die hier durchgehen. Das ist schon eine Menge Holz, und so bin ich ganz sicher, dass auch diese 200.000 sich hier jetzt besser auskennen werden, besser zurechtfinden werden, wohler fühlen werden, als es vielleicht in der etwas angestaubten alten Atmosphäre von vor 40 Jahren war. Es wird Sie auch nicht überraschen, dass ich die Farbgestaltung gut finde. Es ist, ja, das ist eine Blickpunktfrage, also für mich ist es schon rot. Es ist in jeder Hinsicht meine Lieblingsfarbe, aber es ist tatsächlich, wie heute eine Zeitung berichtet hat, nicht mein Wunsch gewesen, dass es hier ausdrücklich rot wird. Also man hätte sich auch was anderes vorstellen können. Ich habe aber gelernt, dass es der subjektiven Wahrnehmung von Höhe zuträglich ist, wenn man hier eine rote Decke gestaltet. Das sollten sich alle einfach mal merken. Und ehrlich gesagt, eine schwarze Decke hätte auch komisch ausgeschaut. Und fest, dass auch alle Platten ganz sind. Und das auch bei der Eröffnung. Auch das ist was Schönes. Also wir werden einfach immer besser. Und da kann ich nur noch mal sagen, herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, das Thema öffentlicher Nahverkehr wird auch in Zukunft in München eine große, große Rolle spielen. Hier ist eine tolle Arbeit geleistet worden, die notwendig ist. Und Herbert König hat schon gesagt, das Thema Stationenertüchtigung wird uns auch noch viele, viele Jahre beschäftigen und noch viele, viele Millionen Euro kosten. Ist es aber wesentlich, weil wir natürlich auch wollen, dass die vielen Fahrgäste mehr, die es in München gibt, Gott sei Dank gibt, auch sich zurechtfinden und dass sie sich dort, wo sie einsteigen, umsteigen müssen, auch wohlfühlen. Ich will nochmal sagen, ich finde es super gut gelungen. Freue mich, dass ich das heute eröffnen darf, und wünsche diesen Bau und allen Menschen, die hier ein- und ausgehen, auch, dass sie immer ihr Ziel erreichen. Ein letztes Muss sein. Es würde auch wahnsinnig weiterhelfen, wenn es auch bei der S-Bahn einen Anschluss gäbe. Einen, den man jeden Tag nutzen kann und auch dauerhaft und zuverlässig nutzen kann. Und ich kann den Verantwortungsträgern von Bund und Land nur zurufen, wenn sie auch mal so eine schöne Eröffnung machen möchten, sollen sie sich doch etwas mehr um die zweite S-Bahn-Stammstrecke kümmern, dann dürfen sie die auch kommen. Und dann stehe ich gern unten und höre ihnen zu, wenn sie die zweite S-Bahn-Stammstrecke eröffnen. In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen eine interessante Eröffnung und wollte noch sagen, die Geschäfte, die wieder aufmachen, denen wünsche ich guten Zulauf, denn sie haben ja jetzt eine schwierige Phase hinter sich gebracht, und also alle, die einkaufen wollen, schauen Sie sich einfach an, was hier alles gibt. Dankeschön.